Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf einer Seite heute mit Seite 161. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir sind so darauf angewiesen, dass du durch dein Wort, durch deinen Heiligen Geist zu uns sprichst. Wir bitten dich, dass wir erkennen können, was du uns sagen möchtest und dass wir es aufnehmen unser Herz und durch deine Kraft es auch ausleben können. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir sind in 4. Mose, Kapitel 8. Es ging das letzte Mal um den siebenarmigen Leuchter. Jetzt lesen wir weiter in Vers 5. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Nimm die Leviten aus der Mitte der Kinder Israels und reinige sie. So aber sollst du mit ihnen verfahren, um sie zu reinigen. Du sollst Wasser der Entzündigung auf sie sprengen. Und sie sollen ein Schermesser über ihren ganzen Leib gehen lassen und ihre Kleider waschen, so sind sie rein. Dann sollen sie einen Jungstier nehmen, samt dem dazugehörenden Speisopfer von Feinmehl, mit Öl gemengt. Und einen anderen Jungstier sollst du als Sündopfer nehmen, und du sollst die Leviten vor die Stiftshütte bringen und die ganze Gemeinde der Kinder Israels versammeln. Danach soll sie die Leviten vor den Herrn treten lassen und die Kinder Israels sollen ihre Hände auf die Leviten stützen. Dieses Bild kannte man eigentlich von der Übertragung von Sünde auf das Opfertier. Und Aaron soll die Leviten als Webopfer von den Kindern Israels vor dem Herrn weben, damit sie den Dienst des Herrn versehen. Die Leviten sollen ihre Hände auf den Kopf der Stiere stützen, dann soll man den einen als Sündopfer, den anderen als Brandopfer dem Herrn opfern, um für die Leviten Sühnung zu erwirken. Hier gab es, gab es also eine Parallele. Die Israeliten sollten ihren Kopf auf die Leviten stützen, äh, ihre Hände auf, den, auf die Leviten stützen und dann sollten die Leviten ihre, Köpfe, äh, ihre Hände auf den Kopf der Opfertiere stützen. Und diese Parallele sollten wir im Hinterkopf behalten. Und du sollst die Leviten vor Aaron und seine Söhne stellen und sie dem Herrn als Webopfer weben. So sollst du die Leviten aus der Mitte der Kinder Israels aussondern, damit die Leviten mir gehören. Die Leviten sollten also eine ganz besondere, abgesonderte Funktion haben. Sie sollten in besonderer Weise Gott gehören. Gott hat ja gesagt, dass ihm das ganze Volk gehört. Ja, alle Völker sollten ihm gehören. Wir hatten gesehen in 2. Mose 19, dass die Israeliten als Ganzes eine besondere äh, Stellung haben sollten gegenüber allen anderen Völkern. Jetzt wird das Ganze noch ein bisschen verfeinert. Die Leviten sollen eine besondere Stellung innerhalb des Volkes Israel haben, um ihnen damit zu zeigen, welche Aufgabe sie gegenüber den anderen Nationen haben sollten. Und danach sollen die Leviten hingehen, um den Dienst an der Stiftshütte zu verrichten, nachdem du sie gereinigt und als Webopfer gewebt hast. Denn sie, sie sind mir, denn sie sind mir ganz zu eigen gegeben aus der Mitte der Kinder Israels. Anstelle alles dessen, was den Mutterleib durchbricht, anstelle jedes Erstgeborenen der Kinder Israels habe ich sie mir genommen. Hier ist ein ganz entscheidender Punkt. Die Leviten hatten diese besondere Aufgabe, weil sie stellvertretend für jede Erstgeburt standen. Und diese Stellvertretung wurde deutlich durch das Stützen des, der Hand auf den Kopf. Das sollte illustrieren, dass die eigentliche Verantwortung der Erstgeborenen auf die Leviten übergegangen ist. Wenn jetzt also bei einem Opfer ebenfalls die Hände auf den Kopf des Opfers gestützt wurden, dann sollte das bedeuten, und ganz deutlich veranschaulichen aufgrund dieses Zusammenhanges, dass die Opfer stellvertretend für den Sünder starben. So wollte Gott durch Symbole und durch Rituale, in Anführungsstrichen, den Plan der Erlösung deutlich machen. Denn alle Erstgeburt der Kinder Israels gehört mir von Menschen und Vieh. An dem Tag, als ich alle Erstgeburt im Land Ägypten schlug, habe ich sie mir geheiligt. Und ich habe die Leviten genommen anstelle aller Erstgeburt unter den Kindern Israels. Und hier sehen wir übrigens auch, dass die Treue der Leviten bei der Frage des goldenen Kaldes Gott wichtiger war als die pure Genetik der Erstgeburt. Und ich habe die Leviten Aaron und seinen Söhnen aus den Kindern Israels als Gabe gegeben, damit sie den Dienst der Kinder Israels an der Stiftstätte versehen." Und für die Kinder Israels Sühnung erwirken, damit die Kinder Israels keine Plage trifft, wenn die Kinder Israels zum Heiligtum nahen wollen. Und Mose und Aaron und die ganze Gemeinde der Kinder Israels machten es so mit den Leviten, ganz wie der Herr es Mose geboten hatte, wegen der Leviten. So machten es die Kinder Israels mit ihnen. Und die Leviten entsündigten sich und wuschen ihre Kleider. Und Aaron webte sie als Webopfer vor dem Herrn. Und Aaron erwirkte für sie Sühnung, sodass sie rein wurden. Danach gingen die Leviten hin, um ihren Dienst an der Stiftshütte zu verrichten, vor Aaron und vor seinen Söhnen. So wie der Herr es Mose geboten hatte, wegen der Leviten, so verfuhren sie mit ihnen. Und der Herr redete zu Mose und sprach, dazu sind die Leviten verpflichtet. Von 25 Jahren an und darüber soll einer eintreten, um Dienst zu tun bei der Stiftshütte. Aber vom 50. Jahr an... Soll er von der Arbeit des Dienstes zurücktreten und nicht mehr dienen? Er kann seinen Brüdern helfen bei der Verrichtung der Aufgaben an der Stiftshütte, aber Dienst soll er nicht mehr tun. So sollst du es mit den Leviten halten, was ihre Aufgaben betrifft. Es ist interessant zu sehen, dass es hier ein Datum, ein, ein, eine Jahreszahl gab, ein Alter, ab dem man noch Hilfe leisten konnte, aber nicht mehr hauptverantwortlich im Werk Gottes dienen sollte. Und der Herr redete zu Mose in der Wüste Sinai im zweiten Jahr, nachdem sie aus dem Land Ägypten gezogen waren, im ersten Monat, und sprach, die Kinder Israels sollen das Passer zu der bestimmten Zeit halten. Hier sieht man übrigens, dass das Buch Vierte Mose nicht streng chronologisch aufgebaut ist, denn die Volkszählung fand ja erst im zweiten Monat statt, am ersten Tag. Am 14. Tag dieses Monats soll es zur Abendzeit halten. Sollt ihr es zur Abendzeit halten, zur bestimmten Zeit, nach allen seinen Satzungen und Vorschriften haltet es. Und Mose sagt den Kindern Israels, dass sie das Pass halten sollten. Sie sollten sich erinnern an die große Erlösung, die Jesus bewirkt hatte, die Gott bewirkt hatte, als er sie aus Ägypten befreit hatte. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen Dank sagen, dass Jesus stellvertretend für uns, sich geheiligt hat und für uns gestorben ist, damit wir erlöst sein können. Daran wollen wir immer und immer wieder denken. Wir danken es in seinem Namen. Amen.